Guten Morgen, heute sitze ich hier mit dem Sascha und heute ist das Thema, wir befinden uns übrigens gerade auf dem Rohkost-Potluck, auch wenn das jetzt wahrscheinlich schon ein paar Wochen zurückliegt, wenn ihr das Video seht, aber wir haben uns gerade, wir sind ins Gespräch gekommen, Sascha hat auch eine interessante Geschichte, da kommen wir auch sicherlich noch dazu, aber das Thema, worüber wir heute reden wollen, ist das Thema, ja, wie kann man eine Gesellschaft ändern, was sind Optionen und ja, sollte man aus der Gesellschaft raus? Sollte man in der Gesellschaft rein und dort was ändern? Oder alles, was das mit dem Thema zu tun hat, ja, man hat Ideale, möchte diese gerne irgendwo transportieren oder man hat ein Leben und möchte das Leben vielleicht leben. Alles, was mit dieser tollen Thematik zu tun hat, das werden wir heute hier besprechen. Aber erstmal ganz kurz, um den Sascha vorzustellen, weil ich kenne ihn jetzt schon, aber ihr kennt ihn noch nicht. Ja, du bist das erste Mal beim Rohkost-Potluck hier dabei. So ist das. Und das Rohkost-Potluck war bisher? Perfekt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nein. Und zu deiner Person, mach mal so einen kleinen Abriss, wie du überhaupt jetzt dazu gekommen bist, zu so einem veganen Rohkost-Potluck zu kommen. Gesundheitliche Gründe war grundsätzlich der Ursprung. Und ich wollte auch einmal sehen, ob es andere Leute gibt, die sich genauso ernähren wie ich. Das war der Antrieb. Und gibt es einfach niemanden bei uns in der Gegend, der das macht? Mhm. Und du kommst aus ungefähr die aus dem Harz. Aus dem Harz, okay. Ja, zwei Stunden ungefähr bin ich angereist. Mhm. Genau. Gott, heute Morgen früh und super Geschichte. Und du mit der veganen Ernährung, also du lebst noch nicht vegan wahrscheinlich, noch omnivor, oder? Ich lebe mehr roh vegan. Roh vegan, okay. Genau. Und hat das irgendwo, also wie hast du angefangen? Das sind immer sehr viele Menschen, die einfach irgendwann anfangen mit der veganen Ernährung, die gar nicht wissen, wie sie anfangen. Hast du das erste Mal ein Rohkostbrot gegessen? Hast du erst mal ein Fleischersatzprodukt, eine Wurst gegessen oder wie hat das begonnen? Nee, das war ganz anders. Ich habe mich krank gefühlt und wollte dann einfach mal sehen, was geht. Wie kann ich mich gesünder fühlen? Ja, ich hatte Probleme mit meinen Gelenken, Schmerzen in den Gelenken, ich hatte Bluthochdruck, also Arthrose, Übergewicht, genau solche Geschichten hatte ich, genau. Und dann habe ich halt im Internet rumgeforscht, was kann man ändern, und da kam ich immer wieder auf die Ernährung zurück. Und das war der Antrieb, und dann fängt man an zu gucken und liest und schaut Videos, wie von ihm zum Beispiel. Und dann kommt man auf Ideen und sagt, das probierst du einfach mal aus. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen mit Sprossenziehen. Sprossenziehen direkt am Anfang? Gleich. Krasse Sache. Da bist du ja gleich im Endgame angekommen quasi. Ja, sozusagen. Vitalstoffbomben. Kennst du Rohvegan am Limit, den Kanal? Ja, hallo. Hallo. Das ist brutal. Ja, schlechthin. Unser Patrick, der war auch schon dieses Jahr da. Alfalfa, ja, ein Liter Echsen. Ja, das ist... Also Und besonders, er sagte bei den Alfalfa-Sprossen, es schmeckt nach Karamell. Also das, er hat einen sehr eigenartigen Geschmack. Also mein Karamell schon, glaube ich. Das ist nicht dein Karamell, ne? Nee. Aber es ist ein toller Typ, wie gesagt. Da war ja im Klammer vor 4 Rohkostpotluck war der auch dabei. Der wollte diesmal auch kommen, musste leider kurzfristig arbeiten. Von daher, ja, toller Typ. Also, ja, und dann hast du mit Sprossen angefangen. Richtig. Und dann hast du natürlich die komplette Nährstoffdichte gleich selber persönlich erfahren. Richtig, genau. Sättigungsgefühl. Ja. Auch Zufriedenheit und Glück. Mhm. Ich habe mich wohl gefühlt, halt keine Chips zu essen, keine Nüsse zu essen mit Salz und so weiter. Ja. Einfach nur, und das war knackig und super frisch immer und war lebendig. Also ich habe es wirklich geschmeckt, das darf ich an dieser Stelle auch sagen, wenn es auch alle sagen, das Essen war lebendig. Und das hat mir so gut getan. Und da ich jemand bin, der immer noch gerne einen oben drauf legt, habe ich geschaut, was noch geht und bin dann übergegangen zu Smoothies. Das ist die Geschichte. Ja, Smoothies am Morgen mit Sprossen, das kann ich auch selber, das wisst ihr ja, nur aus wärmster Seele, aus tiefstem Herzen empfehlen. Ich brauche eigentlich am Tag nicht mehr als frühst diesen großen Smoothie, 2,5 Liter mit Sprossen vollgeballert und mit allen Nährstoffen, halt wie gesagt Omega-3-Fettsäuren, Leinsamen oder Hanfsamen könnt ihr nehmen. Und ja, dann braucht es am Abend für mich eigentlich dann noch Früchte oder Salat und alles, was dann kommt, sind dann meistens nur Gelüste, wenn man unterwegs ist oder sowas. Mhm. Aber wirklich brauchen tut man es dann nicht. Ja gut, und ja, und da hast du sozusagen gemerkt für dich, oh geil, vegan ist geil, roh vegan ist geil, und jetzt möchtest du das sozusagen auch weitertragen. Du hast selber einen YouTube-Kanal, richtig, genau. Da geht es um Bushcraft, also das heißt so Überleben der Natur, oder wie kann man das beschreiben? Richtig, so habe ich angefangen, genau. Genau, und wie war das da? Hast du da auch diesen Prozess da bei dir da festgehalten, dass du das selber... Genau, Bushcraft ist ein sehr großes Pendant an Möglichkeiten, und ich hatte halt Ernährung, Ernährung draußen, Ernährung überleben, da geht es auch um tierische Ernährung, natürlich. Wenn ich nichts zu essen habe, irgendwas, ich muss überleben. Klar, logisch. Ich muss überleben, ja. Und habe dann halt solche Sachen erzählt, wie kann man draußen überleben oder wie kann man für eine größere Tour irgendwas mitnehmen, was nicht viel Platz bedarf hat, aber viele Möglichkeiten, Energien zu tanken und so weiter. Und das war mein Weg. Also ich habe dann Fichtennadeltee, kann ich sehr empfehlen, ist eine super leckere Sache, wer sowas essen möchte. Und generell die Fichtennadel, die Spitzen, wenn die so richtig toll, frisch und saftig sind, kannst du einfach so essen. Ne?
Kaugummiersatz, weißt du, ist der Harz an den Bäumen. Ja, weiß ich. Ich habe auch schon ein paar Videos, also generell vom Bushcraft, also ist schon eine Sache, die durchaus dieses Natürliche mich schon immer interessiert hat. Und deswegen wissen die Leute auch so ein bisschen Bescheid, dass ich da schon ein bisschen anders gegessen habe. Die letzten Videos waren dann so mit Brennnesseln und das war so um 2015 rum und dann kam das mit der Krankheit und dem Schlechtfühlen und nicht und ändern wollen. Genau. Und dann habe ich halt angefangen, ganz leise im stillen Kämmerlein zu ändern und anzupassen, aber ziemlich aggressiv. Der Höhepunkt dieser Aggressivität, der war dann halt Mitte diesen Jahres, sagen wir Juni, Juli. Und da kann ich ruhig sagen, da wog ich 93 Kilo. Und da habe ich dann wirklich den Schnitt gemacht, den Cut gemacht und habe gesagt, alles das, wo ich gelesen habe, dass es ungesund ist, also bei mir ist der Gesundheitsaspekt das Thema, habe ich gesagt, das kommt nicht mehr in die Tüte. Und dazu gehörte bei mir Fleisch, Milch, Zucker, Weizen. Und Weizen. Das waren so die Hauptsachen. Und alles, was natürlich Nebenprodukte darstellt. Genau. Und das ist für viele eine extrem radikale Ernährung. Und wenn man in der Gesellschaft ist, so wie ich in der Gesellschaft noch mittendrin stehe, ist das nicht so einfach zu vereinbaren. Ja, du hast ja gesagt, du bist ja direkt involviert, also Führungskraft in einem Unternehmen. Richtig. Genau. Und entsprechend, da ist es natürlich so, dass man wird ja oft, als wenn man so extrem sich ernährt, wir nennen das immer extrem, ne? Weil es gesellschaftlich eben so geprägt ist, extrem. Ist so. Also diese natürliche Ernährung ist die extreme Ernährung. Ist so. Und diese extreme Ernährung ist natürlich auch, was die soziale Komponente angeht, immer so ein Kriterium, wo du ein bisschen außen vor bist. Und wie ist es in deinem beruflichen Alltag? Wie versuchst du das zu lösen? Und da kommen wir nämlich auch schon so ein bisschen zum Thema, wie man damit umgeht. Mit dieser Sache. Und dann, sag mal. Genau. Und ich habe halt viel Erfahrung gesammelt, wenn man gerade an solchen Sachen dran ist, an solchen Positionen steht. Und das ist wirklich schwierig, wirklich schwierig. Also man sitzt da und trinkt das. Ein Video hatte ich ja schon hochgeladen zu dem Thema. Man trinkt da seinen Smoothie und kriegt dann sofort einen Spruch an den Kopf geballert, weil es einfach erstmal sieht unangenehm aus vielleicht für manche, wobei ich dieses... Aber wenn du Führungskraft bist, kannst du nicht einfach kündigen. Ich mag das auch gar nicht, weil mir der Job echt Spaß macht. Ja, ist ja klar. Und ich bin sowieso ein kleiner Provokant, das darf ich auch nochmal sagen. Also ich bin da, ich habe da auch keine Skrupel, irgendwas zu machen. Ja? Ich setze mich da hin, trinke meinen Smoothie und dann kommen Leute um die Ecke und gucken erstmal verwundert. Und ich habe extrem viel Erfahrung gemacht, man kriegt ganz viele dumme Sprüche. Der eine war ja halt hier mit dem, möchtest du gesund sterben? Ja, und das finde ich eine ziemlich krasse Nummer. Und ich hatte halt Probleme damit, weil ich bin nicht so der Schlagfertige. Ja, ich brauche mal ein bisschen Zeit und muss drüber nachdenken, was wurde gerade gesagt, warum hat er das gesagt und wie kann ich jetzt damit umgehen? Wie komme ich ihm entgegen? Ja, und im Video habe ich auch dann angedeutet, dass man immer das Gefühl hat, wenn man sich anders benimmt, dass man sich rechtfertigen muss. Ja, das ist so. Natürlich ist es so. Ja, und das ist aber nicht richtig. Nein, es ist richtig ich so. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Nein, das ist richtig, aber es ist richtig so, also richtig im Sinne so, es ist in unserer Gesellschaft so. Richtig. Das meine ich damit, das genau, ist, und dann damit wollte ich auch ein bisschen aufhören. Und dann wäre ja eine Option zu sagen, es gibt ja viele, die auswandern oder die sagen, hey, ich lasse diese Gesellschaft hinter mir, weil ich fällt mir die Art und Weise, wie sie leben ist. Das ist mir bei vielen Kanälen aufgefallen. Dann guckst du einen Tag auf den nächsten Tag, sagen sie, ja, ich reise ab, was weiß ich, nach Tasmanien oder so. Wohnung gekündigt, Staatsbürgerschaft gekündigt, was weiß ich was. Und zack, in den Flieger und weg damit. Genau. Und aber das ist für dich keine Option? Und das ist gar keine Option für mich. Nein. Du sagst halt, du stellst dich dem Ding hier in Deutschland und du stellst dich auch mit dieser gesellschaftlichen, ich will sagen Brutalität, aber dieser verschiedenen, wo man sich halt einfach unterwerfen muss, dass man eben dumme Sprüche kriegt. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist richtig so, es ist halt so, wie es halt in unserer Gesellschaft ist. Und versuchst halt innerhalb der Gesellschaft da was zu ändern. Hast du da so das Gefühl, dass du in deiner Rolle schon Menschen zum Nachdenken bringen konntest? Auf jeden Fall. Ja? Und zwar, hast du das Feedback? Cool. Genau. Und zwar ist das nicht der ethische Weg, den ich gehe, sondern eher gesundheitlicher. Der funktioniert. Mit dem ethischen haben die Leute ganz viele Probleme. Ja. Wenn ich denen sage, das ist wirklich schlimm, wenn wir den Tiere töten, um sie dann zu essen, dann können die gar nichts damit anfangen. Ja. Aber wenn ich denen sage, dass tierische Fette vielleicht nicht ganz so gesund sind, wie man sich das vielleicht vorstellt, dann fangen die an, nachzudenken. Aber sie wollen immer wieder genau hinterfragen. Es geht dann so weit, dass sie dann Studien haben wollen. Ja? Die wollen genau wissen, wo hast du das wie gelesen und wie ist das zu interpretieren. Ja. Und immer wieder gibt es auch Gegenargumente, da sind sie sehr schlagfertig. Ja, anstelle darüber nachzudenken, zum Beispiel aufhören so zu rauchen, weil die Bilder sagen ja eindeutige Signale auf die Zigarettenschachteln, finden sie andere Argumente, die einfach das Rauchen, wie auch immer, positiv darstellen. Ja. Die Energien, die investiert werden, die sind einfach an der falschen Stelle. Ja. Die Gegenargumentationen sind immer sehr interessante Energien, die investiert werden. Mhm. Das ist eine ganz krasse Geschichte. Okay. Ja, die Frage ist halt immer, wie weit sind die Menschen wirklich auf der Suche nach der Wahrheit oder wie weit sind die Menschen auf der Suche, dass sie ihre Meinung und ihre Wahrheit, die sie bereits haben, einfach nur bestätigt wissen. Und das ist halt
so ein ganz großer Punkt. Viele Menschen suchen nicht wirklich nach der Wahrheit, wie man gesünder lebt, sondern sie suchen nur nach einer Rechtfertigung für ihren eigenen Lebensstil. Richtig, und das ist die Problematik. Und richtig, ja, das erstmal dafür zu sensibilisieren, wäre wahrscheinlich der erste Schritt. Plus, man kann ja nicht in jedem Video, was man dann irgendwie zur Ernährung bringt, etwas voranstellen. Nein. Das wollte ich halt ein bisschen splitten, weil du hast mich gefragt, ob ich Menschen erreicht habe. Ja. Und Damen sind empfänglicher als Herren. Das definitiv auch bei mir. Das ist meine Erfahrung gewesen, weil es geht immer darum, die Damen sind immer unglücklich mit ihrem Gewicht. Es gibt eigentlich keine, die nicht glücklich ist. Stimmt, ist ja. Ja, und dann sehen die einen, weil ich habe in kürzester Zeit, 4-5 Monate, habe ich 21 Kilo abgenommen. Mhm. Und das sehen die. Natürlich wurde ich auch gefragt, ohne Scheiß. Mhm. Sag mal, hast du Krebs? Weil du keine Haare mehr hast. Ja, dann. Weißt du, was ich meine? Da haben sie Hanna auch immer gefragt. Gucken Sie mal, meine Freundin, die hat komplett Dings. Und gut, gerade wenn eine Frau Glatze hat, gucken sie immer so ganz mitleidig an. Ja. Manchmal tut man so leid, sagen, wir haben keinen Krebs. Ja. Genau. Ja. Nee, und dann habe ich halt, erzähle ich so, was ich so mache. Mhm. Und dann sind sie aber auch interessiert. Ja, schön. Aber selten in der Gruppe. Auch das ist, also ja, das hat was mit Outen zu tun, habe ich manchmal das Gefühl. Wenn man sich für andere Ernährungen interessiert, habe ich das Gefühl, es ist eine Art von Outen. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Ja? Also kommen die nehme ich auch in der Firma, da wo ich bin, nehmen die mich bei der Seite. Ja? Ich komme vom Essen und dann gehen wir so in die stille Ecke. In die stille Ecke, in die dunkle Ecke. Und dann sagen sie, hey, sag mal Sascha, was machst denn du? Du hast ja so viel abgenommen. Schön, ach, das ist schön, ja. Das ist die Wahrheit. Ja, aber es ist schön halt, dass die Menschen dann wenigstens sich da über diese Schiene, auch wenn es dann halt face-to-face ist. Egal, welche Schiene. Ja. Es ist wunderschön für mich, wenn man sich dafür interessiert, weil ich bin halt das Ergebnis, also es ist kein Fake oder so. Ja? Genau, das ist das Schöne, man hat ich bin die Realität. Kein schlaues Buch, sondern man hat Echtheit vor sich. Ja, und ich bin die Realität. Und gerade wenn man denjenigen vielleicht auch noch kennt und auch diesen Prozess vielleicht mitverfolgt hat, hey, wow, du siehst jetzt viel besser aus, was hast du gemacht? Und dann sagt man, ich bin pflanzlich ernährt, zum Beispiel. Also zum Beispiel, dann ist das... Cool. Genau. Ja, und zum Rohkostpotluck jetzt nur, also wir haben ja vorhin gesagt, du findest es gut und so weiter. Ja. Sehen wir dich dann nochmal oder im Laufe des Jahres? Aber hallo. Ja, also, das ist cool, ja. Und meine Frau wollte nämlich eigentlich mitkommen heute. Ja. Gut. Und die fehlt mir jetzt. Aber jetzt geht gerade hier cool was ab. Ja, Simon, Andreas hat dir gesagt, ihr sollt ja nicht drin spielen. Du spielst. Ich seh da, dass du spielst. Nee, verstecken ist nicht, weil wir müssen ja auch zuschließen, dann kommst du nicht mehr raus. Heute hier verbotene Zone. Hey, Nana. Ja, gut. Jetzt bin ich raus, das machst du aber nicht, sagst du, ne? Du kannst ja cutten jetzt. Ja, ich kann cutten, aber ich will selten cutten. Also ich tue, vielleicht lasse ich es auch drin mal sehen. Wie gesagt, also Rohkostpotluck, genau. Geil war wir. Du kommst auf jeden Fall, im Sommer ist es natürlich viel geiler draußen noch, wenn wir dann draußen sind. Ich wollte sehen, was bedeutet ein Rohkostpotluck. Ich wollte die Menschen kennenlernen. Ja. Ich war vorbereitet auf alle Ebenen. Ja. Ja, wie Leute, die Steine ins Wasser werfen, wie auch Rohköstler, die mich begrüßen mit den Worten, das letzte Steak war lecker. Ja. Aber roh, ja. Die gab es auch hier. Ja. Ja. Also es gab alle Facetten. Es gab auch Leute, die wirklich gerade angefangen haben, haben interessante Fragen gehabt, denen ich auch tatsächlich antworten konnte. Ganz toller Rundumschlag. Aber eins möchte ich noch sagen, was den Antrieb angeht, weil du gesagt hast, du hast mich gefragt, welche Erfolge ich schon hatte. Das finde ich ziemlich wichtig. Da hatte ich zwei Wege. Ich habe tatsächlich, ich will es nicht Coaching nennen, weil das ist blöd. Ja, aber die Gespräche. Leute, ja, aber so auf Gesundheitsebene. Mhm. Die Leute kommen an mich heran und fragen mich, was kann ich wie wann essen? Mhm. Und dann mache ich das. Ist sehr spannend für mich, weil jeder Körper wirkt anders auf die Sachen. Und dann mache ich Empfehlungen. Und wenn auf einmal nach 5-6 Wochen jemand wieder zurückkommt und sagt, ich habe 3 Kilo abgenommen, aber ich habe am Morgen nur den Smoothie eingenommen. Den Rest des Tages esse ich ganz normal. Ich mache wirklich, sie ist immer noch normal. Und ich habe nur den Smoothie vom Morgen eingebracht und habe abgenommen. Ja, da sieht man das... Glück in den Augen. Ja, das ist Antrieb. Antrieb und das finde ich gut. Geil, und die fühlen sich wohl und die haben Power und genau. Aber natürlich wirst du mich wiedersehen. Okay, na dann. So machen wir das? So machen wir das. Gut. Alles klar, Sascha. Na dann, verabschieden wir uns. Genau. Alles klar, macht's gut. Vielleicht seid ihr das nächste Mal auch beim Rohkost-Potluck dabei. Und ja, macht's gut. Tschüssi.